Ein Aufzug, der uns bis ins All bringt, wäre ein gigantischer Schritt hin zu einer echten, raumfahrenden Spezies. Gleichzeitig klingt die Vorstellung, einen Fahrstuhl in den Kosmos zu bauen, ziemlich absurd. Wenn man aber genauer hinschaut, dann klingt sie absolut wahnsinnig. Warum dennoch viele Wissenschaftler, Firmen und Staaten genau so etwas noch in diesem Jahrhundert bauen wollen, wie er funktioniert und welche absurden Anforderungen an die Konstruktion gestellt werden und ob das wirklich realistisch ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Die Grundidee ist simpel. Wenn ich exakt am Äquator einen Turm errichten könnte, der mindestens 36.000 Kilometer hoch ist, dann könnte ich hinaufsteigen, einen Schritt ins Freie machen und ich würde nicht mehr auf die Erde zurückfallen. Das hat mit der Orbitalgeschwindigkeit zu tun. Um in einem stabilen Orbit zu verbleiben, benötige ich, je nach Höhe über der Erdoberfläche, eine exakte Geschwindigkeit. Die ISS zum Beispiel befindet sich lediglich ca. 405 Kilometer von der Erde entfernt. Sie benötigt knapp 93 Minuten für einen Umlauf um die Erde und hat so eine Orbitalgeschwindigkeit von 7,66 Kilometer pro Sekunde. In größerer Höhe sinkt die Geschwindigkeit. Hubble ist 135 Kilometer weiter entfernt als die ISS. Seine Orbitalgeschwindigkeit ist kleiner, mit 7,59 Kilometer pro Sekunde. In einer Entfernung von 385.000 Kilometer schließlich finden wir den Mond, welcher einen ganzen Monat für einen Orbit braucht und sich nur noch mit 1 Kilometer pro Sekunde bewegt. Auf Höhe eines geostationären Orbits in präzise 35.786 Kilometern Höhe entspricht die Orbitalgeschwindigkeit 3,07 Kilometern pro Sekunde und ein Orbit dauert exakt einen Tag. Objekte im GSE verbleiben damit relativ zur Erdoberfläche exakt am gleichen Punkt, wenn sie über dem Äquator positioniert sind. Sie sind dann geostationär. Bereits 1895 erdachte der russische Wissenschaftler Konstantin Tsiolkovsky, inspiriert vom Eiffelturm in Paris, eine turmartige Konstruktion von 36.000 Kilometer Höhe, hoch genug, dass die Spitze auf einem geostationären Orbit läge. Tatsächlich ist aber eine derartige Konstruktion statisch und mit unseren Materialien keinesfalls umsetzbar. Moderne Konzepte gehen daher von einem Halteseil aus, welches vom geostationären Orbit bis hinunter auf die Erdoberfläche reicht. Damit dieses gespannt bleibt und zusätzlich auch noch Lasten tragen kann, muss es auf der Erde verankert werden. Zum anderen benötigen wir ein Gegengewicht jenseits des geostationären Orbits, welches durch Ausnutzung der Zentrifugalkraft Spannung in die entgegengesetzte Richtung erzeugt. Ein Lastenfahrzeug würde dann am gespannten Seil auf- und abklettern können. Das würde es dramatisch günstiger gestalten, Ladungen ins All zu bringen. Die heutigen Kosten von mehreren tausend Dollar pro Kilogramm kommen nämlich vor allem dadurch zustande, dass eine Rakete ihren gesamten Treibstoff mitbeschleunigen muss. Zum anderen ist dieser Treibstoff vor allem für eine seitliche Beschleunigung notwendig, denn hier müssen mehrere Kilometer pro Sekunde erreicht werden. Beide Komponenten fallen bei einem Weltraumaufzug weg. Ich führe vermutlich meinen Treibstoff nicht mit und ich muss keine Orbitalgeschwindigkeit aufbauen. Die Energie für die seitliche Beschleunigung, die wird nämlich direkt aus der Rotationsenergie der Erde entnommen. Das Konzept von Weltraumaufzügen wirkt seit der Entdeckung von Materialien wie Kohlenstoff-Nanoröhren, Graphen und Diamant-Nanofäden nicht mehr gänzlich unrealistisch und gleichzeitig verlockend. Die Kosten pro Kilogramm ließen sich mit einem Weltraumlift auf 200 bis 50 Dollar pro Kilogramm reduzieren. Es verwundert daher nicht, dass Machbarkeitsstudien und Tests auf Hochtouren laufen. Die NASA beispielsweise befindet sich in einer intensiven Konzeptphase. Japan, vertreten durch die Firma Obayashi, hat angekündigt, 2050 einen funktionalen Weltraumaufzug zu errichten. Und China, weil China, hat dies bereits für das Jahr 2045 vorgesehen. Seit dem Jahr 2018 befindet sich ein Prototyp eines Weltraumlifts, eine Miniaturversion quasi, für Feldtests auf der ISS. Was also auf den ersten und zweiten Blick wie eine absurde Sci-Fi-Vorstellung klingt, ist für diverse Staaten und Organisationen überaus real. Aber schauen wir uns mal die technischen Hürden für die einzelnen Komponenten an. Und das sind einige. Zunächst haben wir die Bodenstation. Diese muss eine Mindestmasse besitzen, um den diversen Kräften standzuhalten, die auf das Halteseil wirken. Etwa Wind, die Corioliskraft, welche Lastenfahrzeuge erfahren, die Spannung, die durch das Gegengewicht erzeugt wird. Dennoch geht man in aktuellen Ansätzen nicht von einer fest verankerten Konstruktion, sondern von einer mobilen Plattform im Ozean aus. Diese ist zwar grundsätzlich schwieriger zu erreichen, bietet aber mit ihrer Mobilität Vorteile. Mit ihr kann man zum Beispiel auf Gefahren wie bestimmte Stürme oder größere Objekte im Orbit reagieren.
Sie ist grundsätzlich geschützter gegen potenzielle terroristische Angriffe und liegt nicht zuletzt in internationalen Hochseegewässern, was aufwendige Verhandlungen über die Position der Basisstation massiv erleichtern wird. Auf der anderen Seite, jenseits des geostationären Orbits, benötigen wir ein Gegengewicht. Da dies über eine hohe Masse verfügen muss, wird meist ein eingefangener Asteroid vorgeschlagen. Andere Lösungen gehen von einer Verlängerung des Kabels aus. Jenseits des geostationären Orbits beginnt das Kabel in die andere Richtung zu ziehen. Erreicht mein Kabel eine Gesamtlänge von etwa 100.000 Kilometern, ist kein separates Gegengewicht mehr nötig. Eine besonders elegante Lösung freilich wäre es, eine riesige Raumstation jenseits des GSO zu errichten, welche gleichzeitig als Raumhafen der Erde fungieren könnte. Die Transportkapsel kann man sich schließlich am ehesten wie einen Zug vorstellen. Eine Antriebssektion klettert aktiv am Seil hoch, getrieben von einem Elektromotor und mit Rollen ausgestattet, welche für den Halt am Seil sorgen. Das größte Problem besteht in der Stromversorgung der Antriebssektion. Lösungsvorschläge sehen hier in einem gewissen Abstand mitgeführte nukleare Reaktoren vor. Eleganter wäre freilich eine Versorgung mit Strom direkt aus dem All. Große Sonnenkollektorflächen erzeugen dort Strom, welcher dann per Laser oder Maser zur Transportkapsel weitergeleitet wird. Eine direkte Stromversorgung über das Kabel scheint unwahrscheinlich, dafür sind schlicht die Distanzen zu groß. Am schwierigsten aber ist natürlich die Realisierung des Kabels selbst. Bis in die 90er Jahre hinein gab es schlicht kein Material, welches auch nur annähernd die nötige Reißfestigkeit aufwies. Veredelter Stahl reißt nach weniger als 30 Kilometern Länge, Spinnenseide nach etwa 100 Kilometern, Kevlar nach ca. 250. Erst die Entdeckung von neuen, ultraleichten und extrem festen Materialien wie Kohlenstoff-Nanoröhren und Diamant-Nanofäden oder Graphen belebten die Idee eines Weltraumaufzugs neu. Ein Flachkabel aus Kohlenstoff-Nanoröhren oder Graphen hätte eine Reißfestigkeit von etwa 5000 Kilometern Länge. Das ist zwar immer noch erheblich kürzer als die geforderten 36.000 Kilometer, allerdings nimmt die Gravitationskraft mit der Höhe ab, was die Anforderungen an das Kabel erheblich senkt. Auf der Höhe der ISS etwa liegt diese nur noch bei 90%, in 5000 Kilometer Höhe nur noch bei 30%, auf geostationärer Höhe schließlich nur noch bei 2%. Effektiv aber natürlich bei 0, da wir die nötige Orbitalgeschwindigkeit von 3,07 Kilometern pro Sekunde erreicht haben. Außerdem können wir durch eine Verjüngung des Kabels nach unten hin die Reißfestigkeit erheblich steigern. Dieses Prinzip kennen wir von den irdischen Bauten wie zum Beispiel Pyramiden. Das ist ebenso umgekehrt möglich. Ein Wimpel ist reißfester als ein vergleichbar großes Fähnchen. Berechnungen nach könnte daher ein Kabel aus den oben genannten Materialien für einen Weltraumaufzug geeignet sein. Dieses Kabel muss zusätzlich so konzipiert sein, dass es nicht bzw. wenig anfällig ist gegenüber dem atomaren Sauerstoff der oberen Atmosphäre, der erheblich reaktiver ist als der molekulare Sauerstoff der Troposphäre. Das Kabel muss resistent gegenüber kosmischer Strahlung sein, geschützt vor Mikrometeoroiden und, wahrscheinlich das größte Problem, vor Weltraumschrott. Die größte Hürde ist für uns aktuell natürlich die Herstellung eines quasi fehlerfreien Kabels in angemessener Länge. Die bisher längsten hergestellten Kabel aus Kohlenstoff-Nanoröhren etwa erreichen 30 cm. Da fehlen uns nur noch 36.000 Kilometer. Letztlich ist es, wie immer, auch eine Kostenfrage. Die aktuellen Preise für Graphen, welches vor einigen Jahren noch dreistellige Beträge kostete, liegen bei etwa 10 Cent pro Gramm. Ein 40.000 Kilometer Kabel mit einer Masse von 100 Kilogramm pro Kilometer würde so fast eine halbe Milliarde kosten. Vermutlich aber erheblich mehr, wenn es im Weltraum selbst und vor allem als ein Kabel produziert wird. Die Kosten für die notwendigen Vorbereitungen, Raketenstarts, das Einfangen des Asteroiden, all das würde sich vermutlich schnell auf hunderte Milliarden Dollar belaufen. Wir blicken also auf ein Projekt, welches zwar unglaubliche Möglichkeiten für die Raumfahrt bieten würde, aber technisch noch nicht vollständig umsetzbar ist und welches dereinst horrende Kosten verursachen wird. Und dennoch ist da dieser 10 Meter lange Prototyp auf der ISS, der Space Tethered Autonomous Robotic Satellite Mini Elevator, kurz STARSMI, welcher von Physikern der japanischen Shizuoka-Universität entwickelt wurde und gerade jetzt die Bedingungen für einen Weltraumfahrstuhl im Orbit testet. Wissenschaftler sind sich relativ einig, dass ein Weltraumfahrstuhl konstruierbar ist und vermutlich noch in diesem Jahrhundert erbaut werden wird. Wir sind gespannt. Die Bedingungen auf Mond und Mars sind übrigens so, dass wir bereits jetzt technisch in der Lage wären, dort Raumaufzüge zu installieren mit Kabeln aus Kevlar oder Cylon. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, lasst es uns einfach wissen. Für heute danken wir euch fürs Zuschauen und natürlich ganz besonders all unseren Patrons und unseren galaktischen Overlords Rico Wittke, Tobias Sternberg und Dimitar Jauch. Wir sagen bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne 42.